So, hallo ihr Lieben, das Mise-en-Place ist fertig. Beginnen wir also mit der heutigen Stunk, das fachgerechte Öffnen einer Flasche Wein. Dazu schaut euch zuerst einmal das Mise-en-Place an. Zum Mise-en-Place gehört ein Weinkühler. Eis ist nicht erforderlich. Normalerweise ist der Wein auf 8 Grad temperiert und Eis würde die geringe Blume eines Weines zerstören. Eis nimmt man nur in Notfällen. Ein Kellnermesser. Ihr habt hier verschiedene Kellnermesser. Ich bevorzuge die Kellnermesser mit Winkel, weil ich hier zwei Möglichkeiten habe, den Korken sauber herauszuziehen. Ihr solltet euch so ein Messer anschaffen. Mein Tipp. Als nächstes brauchen wir zwei Papierservietten zum Reinigen für den Flaschenhals und auch zum Servieren des Weines, um die Flasche zu reinigen, wenn wir das Getränk eingeschenkt haben. Zwei kleine Ablageteller. Einer wird benutzt zum Präsentieren des Korkens, den anderen nehmen wir als sogenannten Abfallteller für die Kapseln, die den Wein oben verschließen. Und last but not least ein Weinglas zum Probieren. Der Profi, der Sommelier, hat immer ein sogenanntes Tasse de Vin umhängen. Das müsst ihr euch vorstellen wie eine kleine Schale, in die er um den Hals hängen hat und in die er etwas Wein gibt und den Wein einfach schlürft. Das machen die Franzosen so, wir nicht. Gut, beginnen wir mit dem Weinservice. Fragen Sie zuerst an Ihren Gästetisch, wer den Wein probieren möchte. Sie können auch zuerst allen Gästen Informationen zum Wein geben. Gehen Sie entgegen der Laufrichtung, gegen den Uhrzeigersinn um den Tisch. Hier gilt die Regel, alles was wir von der linken Seite machen, präsentieren und servieren wir gegen den Uhrzeigersinn. Zum Beispiel Salate und auch Vorleger. Zeigen Sie ihm das die Flasche und erklären Sie ihm, welchen Wein er bekommt. Nennen Sie da Jahre, Ort und Lage, vielleicht noch die Geschmacksrichtung. Und wenn Sie wollen, dürfen Sie auch gerne einige persönliche Empfehlungen dazu äußern. Gehen Sie zum Servicetisch zurück. Entgegen vieler Fachbücher haben wir in Osnabrück hier folgende Regel. Wir stellen das Etikett zuerst zum Kellner. Das mag widersprüchlich sein, aber Sie werden gleich merken, warum. Fassen Sie die Flasche am Hals fest an. Hier übertragen Sie etwas Wärme auf den Wein, ist aber nicht weiter schlimm, Sie halten nicht lange fest. Nehmen Sie Ihr Kellnermesser und schneiden unterhalb des Wulstes vom Körper weg nach hinten. Wiederholen Sie zwei, dreimal und kratzen Sie unterhalb des Flaschenwulstes sauber nach hinten. Jetzt drehen Sie die Flasche um. Dann zeigt das Etikett, so wie es die meisten von Ihnen gelernt haben, zum Gast. Die Begründung dafür ist, dass man sich ansonsten verletzen könnte. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der verblutet ist beim Weinflaschen öffnen, aber es braucht alles seine Begründung. Wenn Sie das gemacht haben, legen Sie Ihren Daumen auf die Spitze der Flasche und kratzen einmal mit dem Messer an der Seite entlang. Das müssen Sie üben, das ist nicht einfach. Arbeiten Sie ruhig, stechen Sie in den Schnitt hinein, schauen Sie, so. Und wenn ich richtig geschnitten habe, auch für den Film, sollte die Kapsel sich gut lösen lassen. Aha, Sie sehen, die Kapsel löst sich mit einem Schnitt. Legen Sie die abgeschnittene Kapsel auf Ihren ersten Abfallteller. Da Wein beim Lagern aus der Flasche austreten kann und atmet, könnte es sein, dass die Flasche oben schmutzig ist. Also reinigen wir zuerst einmal den Flaschenhals. Greifen Sie die Flasche wieder fest mit der linken Hand. Ich persönlich mache es so, ich winkle die Flasche immer etwas. Viele lassen sie auch stehen. Jeder kann probieren, wie er es möchte. Stechen Sie mit der Spitze des Korkendrehers in den Korken, stellen die Flasche hin und mit etwas Druck drehen Sie den Korkenzieher ein. Jetzt können Sie auch die Finger lösen, um die Wärmeübertragung zu verringern. Lassen Sie ca. ein Umdrehen frei. Jetzt sehen Sie, warum ich das zweigeteilte Messer bevorzuge. Die erste Kante stellen wir auf die Flaschenkante. Wir greifen wieder zu, greifen Sie fest zu und drücken mit dem Daumen und der Hand gegen die Flasche und gegen den Öffner. Legen Sie die rechte Hand auf das Kellnermesser, der Zeigefinger nach vorne. Mit dem Zeigefinger führen Sie das Messer. Im Regelfall können Sie den Korken mit einem leichten Anruck herausziehen. Ziehen Sie nicht zu weit nach oben, sonst bricht der Korken. Jetzt können Sie umgreifen, indem Sie das Messer mit der Verlängerung aufsetzen und auch hier wieder fest zugreifen. Sie sehen, es geht ziemlich einfach. Zum Entfernen des Korkens aus der Flasche benutzen Sie eine Handserviette, damit Sie möglichst keinen Bruchstoff Ihrer Hand auf den Korken übertragen.
drehen Sie immer die Flasche. Dadurch haben Sie eine höhere Hebelwirkung. Und Sie sehen, Sie haben nichts gehört. Drehen Sie den Korken mit der Handserviette ab und legen ihn auf den Teller zur Präsentation. Arbeiten Sie ruhig, sauber und ordentlich. Wenn Sie möchten, können Sie jetzt den Korken auf dem Glas präsentieren. Stellen Sie den Korken dazu auf die rechte Seite. Achten Sie jetzt auf die Laufrichtung. Sie müssen jetzt im Uhrzeigersinn laufen. Reinigen Sie die Flasche, den Flaschenhals, indem Sie die Serviette nehmen, ein bisschen in den Hals gehen und vorsichtig reinigen. Nehmen Sie die Flasche immer so in die Hand, dass das Etikett frei sichtbar ist. Legen Sie Ihren Daumen an die Flasche und den Zeigefinger lang. Mit diesem Trick führen Sie die Flasche. Als nächsten Schritt schenken wir etwas Wein ab. Drehen Sie die Flasche etwas, um das Tropfen zu verringern. Nehmen Sie die Serviette und reinigen Flaschenhals. Kontrollieren Sie die Weinflasche, ob noch etwaige Reste oder Verschmutzung im Wein erkennbar sind. Gehen Sie zum probierenden Gast und schenken Sie den Probeschluck ein. Achten Sie auf den Zeigefinger, der führt die Flasche. Drehen Sie die Flasche ab, reinigen Sie diese und halten diese neben den Korken oder auch dahinter, damit der Gast während des Probierens den Wein sehen kann. Wenn Sie eingeschenkt haben, bedienen Sie in der Reihenfolge zuerst die älteren Damen, dann die jüngeren Damen, dann den älteren Herrn und zum Schluss die jüngeren Herren. Vergessen Sie nicht den Gastgeber oder Probierer. Manchmal passiert das, wenn man nervös ist. Stellen Sie den Wein in den Kühler und räumen Sie Ihren Servicetisch auf. So, liebe Weinfreunde, das war die Schulung zum Thema Öffnen einer Weinflasche. In der nächsten Schulung werde ich Ihnen einmal zeigen, wie ein Rotwein dekantiert und öffnet. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Spaß beim Üben, genießen Sie das schöne Wetter und haben Sie eine schöne Zeit. Auf bald. Tschüss.